Es bedingt einfach, dass man eben bei der Sache bleibt und sich nicht unterdrücken lässt, dass man sich nicht ins Boxhorn jagen lässt, wenn Angriffe kommen von außen, sondern dass man einfach auf seiner Linie bleibt. Were you expecting to be attacked? You knew you were going to be attacked because you were opening this new truth, this revelation to humanity? Ja, das hat man mir schon gesagt, als ich noch ein kleiner Junge war, dass das so sein wird, dass es sehr viel Ärger geben wird und dass Angriffe kommen von rund von der Welt. Even though your pictures and the movies you produce are still some of the best that have ever been taken, some people claim that they were models. Das hat man mir auch bereits gesagt, als ich noch ein kleiner Junge war, dass das so sein wird. Und man hat mir auch erklärt, dass ich die weltbesten Fotos von Strahlschiffen, sprich UFOs, machen werde. Und dass man versuchen wird, alles zu unterdrücken, zu negieren und so weiter und so fort. Und dass die Fotos verfälscht werden. Aber es ist dann schlimmer geworden in dieser Beziehung, als vorher angenommen wurde. Are other investigators come here to really investigate? Or they do or make these attacks from their own desk and their own offices? Die meisten, die Angriffe gestartet haben, die waren niemals hier droben, die kennen mich überhaupt nicht, die haben niemals ein Wort mit mir gesprochen, die haben einfach alle Dinge aus der Luft gegriffen oder von anderen Negierern irgendwelche Dinge gehört und dann weiter negiert. They even said that you cry and you accepted that everything was a hoax. Die Gegner behaupten sogar, dass sie zugegeben haben sollen, dass alles ein Schwindel war. Da stimmt kein Wort davon. Well, that's what they say. But still, we know that all the analysis, the metal, the movies, the pictures, the witnesses, the sounds, everything so far has stand all these attacks. Yeah, I know. And after all this experience and the attacks, would you do it again? Genau dasselbe. Ich würde, wenn ich nochmals vorn beginnen wüsste und alles so wüsste, wie ich es heute weiß, ich würde rein nichts ändern daran. Ich würde auch mein gesamtes Leben so leben, wie ich es bisher gelebt habe. Und auch in Bezug auf die Mission, da würde ich alles genau gleich machen. Now, let's talk about you personally. What has given you this contact with other beings, with other intelligences? Das ist eine sehr lange Geschichte, die reicht Millionen von Jahren retour zurück in die Vergangenheit. Über viele Reinkarnationen hinweg, wo zu früheren Zeiten ähnliche Sachen, ähnliche Missionen stattgefunden haben. Es ist also nicht so, dass diese Belange erst in diesem Leben begonnen haben, sondern sie reichen zurück in viele andere Leben. Und das schon vor Millionen von Jahren hat sich meine frühere Persönlichkeit dafür bereit erklärt, diese Aufgabe zu erfüllen und zu übernehmen. Folglich also nicht gesagt werden kann, dass ich irgendwie auserkoren oder auserlesen worden wäre von den Plejadiern für diese Mission. Ist, when you had this contact in the 1970s, 1975, you mentioned the danger of the ozone layer. You said that you received this message for them, from them, and was one of the most important reasons of this mission, to tell us that there were three holes in the upper atmosphere where the ozone layer was being depleted. Even you mentioned 6.35%, which was accurate at the time. You also mentioned about the bromide gas
And the bromide gas was accepted as a very dangerous gas for the upper stratosphere until October 22, 1992, by Mostafa Tolba in the United Nations. It means that you mentioned, you announced what was going to happen 10 years before 1985, that's 1975, and 17 years before this gas was accepted as being one of the most dangerous for the ozone layer. Ja, das ist in der Art geschehen, dass Sem Jase mich da mal aufgeklärt hat über das FCKW. Und sie hat mir aufgetragen, ich soll die Weltöffentlichkeit auf diese Gefahr aufmerksam machen, und zwar in der Form, dass ich Radiostationen, TV-Stationen, Journale und Zeitungen anschreiben sollte, was ich dann auch wirklich getan habe. Ich habe etwas mehr als 3000 Briefe verschickt. Und eine Antwort ist darauf aber nie eingegangen, weder von der einen Seite noch von der anderen Seite. And are you surprised that then the ozone layer hole was created, it opened? Nein, absolut nicht, denn das hat man vorausgesagt. Absolut. Und was sie auch noch gesagt haben, wenn endlich ein Ende gefunden wird mit dem FCKW-Gebrauch, dann dauert es immer noch rund 50 Jahre, bis das Droben in der Ozonschicht seine letzten Zerstörungen hervorrufen kann. And there were other prophecies or announcements. You also talk about what happened to the Pope. Mm-hmm. Do you want to remember that occasion? Es ist so, man hat mir sehr viele Dinge vorausgesagt, Prophezeiungen sowie Voraussagen und so weiter und so fort, oder Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Und das bezieht sich nicht nur auf den Papst, sondern auch auf das Weltgeschehen, auf Politiker, auf die Umwelt und so weiter und so fort. Und was diesbezüglich vorausgesagt wurde, teilweise schon in meiner Jugendzeit, das hat sich bis heute alles bestätigt. Es ist nicht eine einzige Voraussage oder Prophetie oder eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, die sich nicht erfüllt hätte. And which of those prophecies has struck you more, impressed you more? Ja, praktisch alle. Nein, nein, in Indien hinten, da war immer noch Asket. Nein, die Frage war, was geschah in Indien? Ah, da haben einfach normale Kontakte stattgefunden. Da hat man Gespräche geführt und ich habe gelernt und so, auch mit verschiedenen Swamis da hinten, also Mönchen und so. And anybody knew about your experience when you were young, or you kept it just for yourself? Wer etwas gewusst hat, das war meine Mutter. Sie war aber die Einzige. Und sie hat aber nicht den ganzen Umfang gewusst, sie hat einfach gewusst, ich habe sowas. Und dann zu Beginn der 60er Jahre habe ich dann das offiziell bekannt gegeben, aber das ist alles runden rein in die Schublade gewandert. Das war damals noch bei Karl Veit. Der kam dann auch 1975, kam er mit seiner Frau Anna, kam er zu mir nach Hinwil. Und dann wurde vereinbart, dass ich an einen UFO-Kongress kommen soll nach Deutschland. Und da musste ich ihm ein Konzept vorlegen, und als er das da gelesen hat, dann hat er abgewunken. Und zwar darum, weil er von mir verlangt hat, dass ich Lügen erzähle, dass die Plejadier, Plejaren vom lieben Gott direkt kämen und von Jesus Christus und so. Und wenn ich das nicht sage, dann hätte ich nichts am Kongress zu suchen. Und das habe ich natürlich rundwegs abgelehnt.
Das war dann eigentlich auch der springende Punkt, wo ich begonnen habe, darüber nachzudenken, mich von solchen Kongressen und derartigem fernzuhalten. After Semyase, who came, we remember Quetzal. Das ist gleichzeitig geschehen mit Quetzal, mit Menara, Pleia, das ist die Schwester von Semyase. Dann sind noch einige andere gewesen. Und schlussendlich war dann nur noch mit Quetzal und jetzt mit Ptah. Denn Quetzal, der ist die letzten Jahre absolut unabkömmlich und darum hat Ptah die Aufgabe übernommen. Und Semyase, sie ist überhaupt nicht hier in unserem Universum. Sie lebt drüben für die nächsten noch etwa 55 oder 60 Jahre um das rum im Dal-Universum bei Aske drüben. Everybody remember Semyase. Was that a special relationship? Was the most special with them? Ja, das sind alles gute Freunde und Freundinnen. And then we won't hear more about her. Zwischendurch, wenn da jeweils Grüße ausrichtet oder so, aber sonst hört man eigentlich nichts von ihr. Und von Quetzal ist es genau dasselbe und all die anderen auch. Seit 1989, seit die Kontakte wieder weitergegangen sind, ist eigentlich nur da in Erscheinung getreten und eine Stellvertreterin namens Florena. Oder meinerseits hatte ich 1982 einen schweren gesundheitlichen Zusammenbruch, an dem ich noch heute leide. Immer dauernd unter Medikamenten stehe und dann ist 1986 haben die Kontakte abgebrochen, die hätten dann wieder von Asket übernommen werden sollen und da war ich aber in der Art schlechtem gesundheitlichem Zustand, dass ich die Kontakte nicht weiterführen konnte. Sie kamen wohl immer her, es hat Gespräche gegeben, aber ich konnte die Kontaktgespräche nicht mehr aufzeichnen. Es war mir unmöglich. Und dann haben sie 1989 wieder offiziell begonnen, haben wir sie wieder weitergeführt seither. Und das hat jetzt diese Aufgabe da übernommen. Und eben infolge dieses gesundheitlichen Zusammenbruchs ist es mir eigentlich auch nicht mehr möglich, große Reisen zu machen. Ich muss froh sein, wenn ich hier in der Schweiz rumfahren kann, wenn man mich rumfährt mit dem Auto. Ich habe ein schweres Schädeltrauma gehabt. Und da, um das unter Kontrolle zu halten, muss ich jetzt eben viele Medikamente nehmen, jeden Tag. Das sind rund 30 Stück Tabletten, Pillen, Kapseln. Aber auf diese Art und Weise geht es jetzt wenigstens. Do they still have a mission here, the Pleiadians here? Nein, sie haben keine Mission mehr zu erfüllen hier. Sie haben ihre Aufgabe getan. Was sie übermitteln mussten, das haben sie mir übermittelt. Und was sie machen, das sind einfach noch Kontrollflüge. Und was ich eigentlich noch sagen sollte, das ist das in Bezug auf die angeblichen Kontakte, die rund um die Welt stattfinden sollen von Erdenmenschen mit Plejadiern in physischer oder telepathischer Form. Und da verwehren sich die Plejadier sehr vehement dagegen, denn sie sagen, ich bin der einzige Erdenmensch, der mit ihnen irgendwelche Kontakte in telepathischer oder physischer Form hat und niemand anders. Und was ich noch sagen möchte in Bezug auf die angeblichen telepathischen Kontakte, die von der Erde aus mit den Plejadiern auf Era und so weiter oder auf anderen Planeten stattfinden sollen. Es ist schon unmöglich, aus dem Grunde telepathische Kontakte mit den Plejadiern dort oben zu pflegen, die sowieso Sterne sind, die unbewohnbar sind. Denn
die Gedanken, die der Mensch aussendet, die beruhen auf Lichtgeschwindigkeit, einfache Lichtgeschwindigkeit. Und die würden also rund 500 Jahre von hier zu den Plejaden brauchen und wieder 500 Jahre zurück, also rund 1000 Jahre, wenn man Rede und Antwort stehen möchte mit irgendwelchen Geistformen oder Menschen auf den Plejaden. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, telepathisch mit den Plejadiern auf den Plejaren, also auf den wirklichen Plejaren, wo sie zu Hause sind, telepathischen Kontakt zu pflegen, und zwar über die Geisttelepathie. Und die beherrschen nur äußerst wenige Menschen hier auf der Erde und vor allem nicht jene, die behaupten, sie hätten telepathische Kontakte mit den Plejaren. Und was mit anderen Außerirdischen ist, die hier auf der Erde sind, da weiß ich nicht, da befasse ich mich nicht damit, was da geht und läuft. The Grays, the others from Orion, what do you think of them? Davon halten wir gar nichts, von den kleinen Grauen. Da sagen die Plejadier, die kleinen Grauen in ähnlicher Form, wie sie dargestellt werden, die sollen wohl existieren, irgendwo auf einem Planeten in, wie heißt das, Reticuli 2, irgend sowas, oder Reticulum oder irgend sowas. Und was aber da geboten wird, da rund um die Welt wegen den Little Greys, da distanzieren sich die Plejadier davon. Es wird diesbezüglich sehr viel Unsinn erzählt, so es sehr schwer ist, das rauszufinden, was Wirklichkeit ist. Und so wie die Dinge aufgezogen werden in dieser Beziehung, geht es in der Regel immer darauf hinaus, Angst mache, Panik mache und so weiter. Und das ist nicht das, was der Mensch braucht hier auf der Erde, sondern er braucht die wirkliche Wahrheit, das, was sich tatsächlich abspielt. And then the abductions, are they true? Are they happening? Bitte? UFO-Entführungen in dem Sinn, wie da dauernd behauptet wird, da distanzieren sich die Plejadier davon, die sagen, das gibt es nicht in diesem Sinne. Was es aber wohl gibt, das sind die Examinationskontakte. Und da werden Menschen nicht entführt, sondern sie werden einfach genommen, um irgendwelche Examinationen an ihnen durchzuführen. Und all die Dinge in Bezug auf sexuelle Belange, was erzählt wird, da sagen die Plejadier, das kann man vergessen, dass seien Fantasien. Das meiste, was in dieser Beziehung ist, das ist eben diese Examinationskontakte und viele Dinge, die aufgebracht werden, wo Leute solche Dinge behaupten, das seien Fantasien vielfach. Und so ist es eben auch in dieser Beziehung sehr schwer herauszufinden, was ist nun Wirklichkeit, was entspricht der Wahrheit und was nicht. Der Mensch ist eben ein sehr komisches Wesen. Er hat eine sehr große Fähigkeit, sich Dinge einzubilden, bis sie zum Wahn werden und auf diese Art und Weise dann alles geglaubt wird, was im Kopf zurechtgelegt wird. Es ist also immer alles, was aufkommt, ist sehr streng zu prüfen, um die Wahrheit herausfinden zu können. Und es liegt eigentlich nicht an uns, über irgendwelche Dinge zu sagen, das ist nun echt oder das ist falsch, das ist einfach Fantasie und so, denn wir können das nicht entscheiden. How many real contactees are in the world? You know? Das weiß ich nicht. Is it possible that es sind einige wenige, aber nicht in der Zahl, wie rund um die Welt behauptet wird. Das meiste, das muss vergessen werden, sagen die Plejadier.
es sind eine kleine Handvoll wirkliche Kontakte. And it's very difficult to know what is real and what is not. Genau, ja. Das ist sehr schwer zu entscheiden. Und ich kann mir nicht erlauben zu sagen, das ist echt oder das ist nicht echt. Ich glaube, das können wir gesamthaft hier auf der Erde nicht, denn um das zu können, müssten wir in den anderen Menschen eindringen können und mit ihm im Bewusstsein leben können, um festzustellen, was ist wirklich echt. Selbst durch Hypnose kann man das nicht herausfinden, denn in der Hypnose, wenn ein Mensch irgendwelche Dinge sich eingebildet hat und sie sind zum Wahn geworden, dann wird er diese Dinge auch wiedergeben in der Hypnose. Und die anderen und der Mensch selbst werden annehmen, dass es real ist. Then it's very important if a contactee is a contactee that provides what you did, evidence, photographs, movies, elements that can tell us that what is happening there is real. Auch mit Fotos und Filmen und Videos ist es sehr schwierig zu entscheiden, ob es nun wirklich Realität ist oder nicht. Denn auch diese kann man fälschen. Auch unsere Fotos und Filme sind derart verfälscht worden. Es ist einfach unglaublich. Oder wenn ich irgendwelche Dinge wissen will, wenn mich jemand etwas fragt, dann kann ich unsere Freunde, die Plejadier Plejaren, fragen, was es mit der Richtigkeit oder Falschheit auf sich hat. Und dann, wenn wir Glück haben, dann geben sie uns Auskunft. Aber es ist eben selten, dass sie uns diesbezüglich Auskünfte erteilen. Und ganz besonders dann, wenn es die Staaten der Erde betrifft, die Politik betrifft, das Militär betrifft und so weiter, da sagen sie, da dürfen sie keine Auskunft geben, weil sie sich laut ihren Direktiven nicht in die irdischen Belange einmischen dürfen. Is it possible to travel in time to the past, to the future? Yes, that's possible. Ja, ja, das ist möglich, ja. Do they know then what is going to happen to us? Are we going to succeed? Are we going to be their brothers in space? Or are we going to destroy Earth and we are going to remain here? Ich muss das so erklären. Hier die Erde, die wird vergehen, und zwar in einer Zeit, die unsere Wissenschaftler nicht annehmen, denn sie haben völlig falsche Kenntnisse von unserer Sonne. Wir haben eine bereits sterbende Sonne. Und so wird es eben kommen, dass die Erdenmenschen durch die Hilfe Außerirdischer, die hier auf der Erde mitwirken werden in kommender Zeit, dass sie die Erde verlassen können und sich anderswo ansiedeln. Are you optimist for the future? Yes, of course. Do you think we will make it? We will make this dream come true? Der Mensch, der wird in seiner Entwicklung nicht stillstehen, und das Negative, das seit Alters her immer aufgekommen ist, das wurde vom Erdenmenschen immer überwunden, und so wird es auch jetzt sein mit den negativen Dingen, die existieren, dass also auch die Zukunft früher oder später in der Form arten wird, dass der Mensch lernt, bewusst sich zu evolutionieren. Es gibt also nichts, wo man pessimistisch über die Zukunft denken müsste, denn eines Tages wird sich mit Sicherheit alles regeln, auch wenn es unter Umständen noch recht lange dauert. When they ask us if the message from them is good or bad, we say that it doesn't matter. What it matters is that we know that it's possible to travel in space from the stars to the earth. And that means that in the future, human beings are going to do the same. Yep. But for that, we have to save this Earth for the next generations. Ja, das ist richtig, ja. Because we can destroy this dream. Mm-hmm.
And that's the most important thing with their presence here. Ja, wenn der Mensch lernt, seine Welt in der Form zu bearbeiten und in der Form mit ihr zu leben, wie es notwendig ist, in positiv ausgeglichenem Rahmen, dann zerstört er seine Erde nicht. Es heißt seit alters her immer, es wird einen Weltuntergang geben, die Erde wird zerstört und so weiter und so fort. Das wird aber nicht der Fall sein. Auch wenn es noch sehr schlimme Dinge geben wird in zukünftiger Zeit, aber die Erde, sie wird nicht derart zerstört, dass der Mensch nicht mehr darauf leben könnte. Woher die Erde zerstört wird, das ist von unserer Sonne. Oder eines Tages wird es eben einfach so weit sein, dass die Erde durch die Sonne in Mitleidenschaft gezogen wird und ausdorrt und alles Leben abstirbt auf dem Planeten. Und das ist dann auch die späteste Zeit, wo sich der Erdenmensch irgendwelche andere Welten sucht, wo er sich wieder ansiedelt. Es sind also böse, negative und falsche Zukunftsvisionen, die verbreitet werden, dass der Mensch die Erde dermaßen zerstört, dass hier das Leben nicht mehr möglich werde. Auch wenn der Mensch sehr viel Negatives tut und die Umwelt schlecht beeinflusst und so weiter und so fort. Aber es führt nicht dazu, dass es eine Weltzerstörung dadurch gibt. But extinction, we're creating extinction on animals and plants. It's not going to be the same planet then. Nein, es wird nicht mehr derselbe Planet sein, denn es sterben so und so viele Tiere aus und Pflanzen aus durch die Schuld des Menschen. Das ist ganz eindeutig, oder? Aber das bedeutet noch lange nicht, dass der Mensch die Erde zerstört. Er zerstört Teile davon und schafft sich Situationen, die ein schlechteres Leben ermöglichen und so weiter. Aber er zerstört nicht die Erde in dem Sinn, dass er zum Beispiel diese in die Luft jagt, wie das mit Malona geschehen ist oder Phaeton oder wie der Planet immer genannt wird. Das wird nicht der Fall sein. Was ist Ihre Vision von den kommenden 20 Jahren? Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Nein, so schlecht ist es nicht, aber es gibt eben Dinge, oder, die würden wieder zur Panikmache führen und das will ich vermeiden. Ja, es gibt immer Menschen, die drehen durch, wenn irgendetwas gesagt wird, wenn sie was wissen von der Zukunft. Es ist also besser, die Zeit so zu nehmen, wie sie immer kommt, ob es negativ ist oder positiv. It's bad, what is going to happen? Okay. Thank you for your patience, Billy. You have been a very patient man. And I don't know if you like to say something special to the Mexican and Latin American people, the Spanish-speaking world, because they know you and they respect you. Many greetings for them. I wish them a good life, a good future, good health, and every other thing is good. Thank you very much. Don't mention. Grundsätzlich bin ich eigentlich rausgegangen, weil man mir von Fahrtseite her schon gesagt hat, ich müsste rausgehen nach Jordanien, nach Persien, nach Indien und so weiter und so fort, wo ich überall irgendwelche Dinge zu tun hatte, die ich zu erledigen hatte, zu lernen hatte und so weiter und so fort. Und so hat es sich dann eben ganz zwangsläufig ergeben, dass ich begonnen habe, in der Welt rumzureisen und 43 Länder bereist habe auf diese Art und Weise, dass ich Autostopp machte, auf Zügen mitfuhr, Autobusse, Kamelen und was Ochsenkarren und alles, was es so gibt, oder? Und so bin ich eben in 43 Ländern rumgereist und habe das, was man mir aufgetragen hat, erledigt und was ich lernen musste, auch gelernt.
Ja, das war dort ein offenes Geheimnis sozusagen, dass ich Kontakt hatte mit Außerirdischen, also mit Asket. Denn sie ist jeweils in unabgeschirmtem Zustand ist, hergeflogen. Und da hat man natürlich das alles beobachtet in der Ashram. Und hat sich einfach so ergeben. Das war für die Leute dort irgendwie etwas völlig Normales. Die haben da sich nicht so benommen, wie das üblich ist sonsterweise, dass sie hingestanden und Maulaffenfeil gehabt hätten und so weiter und so fort. So, und sie haben sich diskret zurückgezogen. In den Ashoka Ashram bin ich gegangen, weil ich dort einiges zu lernen hatte. Da kam ein Mönch, ein Swami, und der hat mich jeweils dort unterrichtet. Und das ist die Ashoka Ashram gewesen an der Gurgaon Road in Merauli draußen. Da war der Mönch Dharmavara, war dort der Mann, der die Ashoka Ashram geführt hat. Im Januar 1975, da bin ich in meinem Büro droben gewesen und habe gearbeitet, in Hinwilder unten an der Wiehaldenstraße 10. Und dann habe ich einen Impuls erhalten, sowie einen Ruf, telepathischen Ruf. Ich soll mir eine Kamera nehmen, also eine Fotokamera, und soll auf mein Mofa steigen und rausfahren. Dann bin ich da, weiß ich wie lange, rumgefahren in Wäldern und im Naturschutzgebiet hinten, bis dann ein Sirren vom Himmel droben erklang, und als ich raufschaute, da kam eine Scheibe runter. Und das hat dann zum ersten Kontakt geführt. Die Scheibe kam runter und landete? Ja, und da ist dann Semyase rausgekommen. Ja, das Erste war, wir haben uns umarmt, wie wenn wir uns schon 1000 Jahre kennen würden. Und dann hat das eigentliche Gespräch begonnen. Es ist einfach ein normales Gespräch gewesen, wie wenn man sich zum ersten Mal sieht, zum ersten Mal, also wenn man sich kennenlernt. So ein Einführungsgespräch, oder wie wenn man sich miteinander bekannt macht. Von Semyase das Wichtigste, das ist so viel. Ja, was soll ich da sagen? Was ist das Wichtigste? Die Menschlichkeit. Was würden Sie als die wichtigste Aufgabe vom Zentrum hier und von der FIGO beschreiben? Ja, eben den Menschen die Lehre zu bringen, dass der Mensch sich selbst werden soll, sich selbst erkennen soll, seine Selbstverantwortung erfassen soll und diese nach außen hin in die gesamte Umwelt und in die gesamte Menschheit auszubreiten. Billy Mayer, first of all, thank you for giving us this interview. We respect very much your private life, and we know that you don't want to give interviews very easily. And in the name of the Mexican people who wants to know much about you, thank you very much. Es geht so in Ordnung. Ich freue mich darüber, dass ich mit Ihnen zusammenarbeiten kann, und eine Ausnahme kann man wohl mal machen. Billy, why haven't you given interviews, or you don't want to talk publicly about what happened to you 20 years ago? Meine Aufgabe ist nicht, selbst an die Öffentlichkeit zu treten und mich bestaunen zu lassen, mich wie ein Tier begutachten zu lassen. Ich bin kein zoologisches Tier und so weiter und so fort. Meine Aufgabe liegt eben darin, die Dinge, die Berichte, die ich erhalte, und die Mission, die ich habe, zu erfüllen, die Dinge aufzuschreiben, zu veröffentlichen und auf diese Art und Weise an die Öffentlichkeit zu treten, aber nicht in eigener Person.
Und andererseits ist es eben auch so, wenn man an die Öffentlichkeit tritt, dann beginnen die Leute einem hochzuheben. Sie, wie wir in der Schweiz sagen, sie himmeln einem an. Und das ist nicht das, was ich gebrauchen kann und nicht das, was ich will. Ich denke, die Prophetien, die sind völlig missachtet worden, die sind auch zu wenig verbreitet worden. Dazu hatten wir auch nicht die Möglichkeit. Und dass die Welt schlechter geworden ist oder die Menschen schlechter geworden wären seit 1975, das sollte man nicht in der Form betrachten, sondern eben so, weil die Überbevölkerung steigt, darum steigen auch laufend die Probleme. You also talked about the creative man. What do you mean with the creative man? Der kreative Mensch, das ist eigentlich der Mensch, der sich ganz bewusst evolutioniert. Also nicht in einer Stagnation drin lebt oder einfach in den Tag hinein lebt, sondern der sich ganz bewusst evolutioniert, also ganz bewusst fortentwickelt. Und wenn der Mensch sich eben bewusst fortentwickelt, dann ändert er auch sein Sinnen und Trachten für das Negative und kommt auf den Stand dessen, dass er immer mehr ausgeglichen wird. We have had many sightings around the world of UFOs in Mexico, in Latin America, Israel, now in Phoenix, Arizona. Are we prepared now for a contact? Are we prepared for the new reality? Es ist ein bisschen schwierig, diese Sache für mich zu beantworten. Und zwar aus dem Grunde, wir beschäftigen uns hier in unserer Gruppe eigentlich nicht mit jenen Dingen, die in der Welt draußen geschehen, in Bezug auf Ufologie und dergleichen. Wir beschäftigen uns mit dem, was wir hier droben zu tun haben, die Lehre des Geistes zu verbreiten. Das heißt also auch, in Dingen tätig zu sein, die den Menschen, die Natur, die Tierwelt, die Pflanzenwelt und so weiter betreffen. Und wenn wir irgendwelche Dinge hören über UFO-Sichtungen und so weiter und so fort, die nehmen wir sehr wohl zur Kenntnis. Und wenn es notwendig ist, können wir bei unseren Freunden, den Plejadiern, Plejaren, Rückfrage halten. Aber ansonsten lassen wir das einfach so sein, wie es ist. Und was noch zu sagen ist, das sind so viele Dinge, die auf dieser Welt geschehen in Bezug auf die UFOs, dass eben gesagt werden muss, es ist nicht alles echt, was gesehen wird. Es sind viele Dinge, die auf Naturphänomene zurückführen oder dann auf rein irdische Machenschaften. Wenn zum Beispiel fliegende Objekte gebaut werden auf der Erde hier, vielleicht mit außerirdischer Technologie, die dann hier getestet werden, die man aber dann nicht mehr als UFO bezeichnen kann. When can we know that this is a real something? When do we know? Das ist sehr schwer zu beurteilen. Es ist zu leicht möglich, dass der Mensch irgendwelchen Täuschungen unterliegt, dass es Luftspiegelungen sind oder Vogelschwärme oder sonst irgendwelche Dinge. Oder dann wirklich außerirdische Flugobjekte oder eben Flugobjekte, die in ähnlicher Form hergestellt werden hier auf der Erde. Aber grundsätzlich ist es äußerst schwer beurteilen zu können, was ist was. Ich kann mir auch nicht erlauben, wenn irgendwo eine Sichtung gemacht wird, beurteilen zu wollen, ob das nun wirklich ein UFO ist oder irgendein anderes Objekt. Und wenn ich von UFO spreche,
dann meine ich eben außerirdische Flugkörper. We were speaking about the messages they have. Did they tell you when they were going to come? If they tell you or they told you what was going to be the future of humanity? Are we going to be in touch with them? Is there going to be communication with them? Die Plejadier, Plejaren selbst, die werden sich niemals hier auf der Erde festsetzen oder sich irgendwie in die Belange der Erdenmenschen einmischen. Was sie tun, das ist einzig und allein das, sie geben uns Informationen, welche Dinge nicht in Ordnung sind, welche Dinge geändert werden müssen vom Menschen, und das ist in der Regel das, was seine eigene Evolution betrifft, in allererster Linie, und dann in zweiter Linie die Dinge, die in seiner Umwelt geschehen, die richtig gestellt oder denen gemäß richtig gelebt werden soll. Das hat aber nichts mit dem zu tun, dass unsere irdische Menschheit schlechter wäre oder negativer wäre als irgendeine andere Menschheit. Jede Menschheit hat ihre Probleme, hat ihre negativen und ihre positiven Belange. Und man kann also nicht nach dem Schema gehen, wie viele Sektierer das machen, dass die irdische Menschheit in Grund und Boden stampfen und sagen, es ist das Schlechteste, was es gibt und so weiter. Das ist nicht der Fall. Und so hat auch jeder einzelne Mensch hat seine Probleme, genauso wie die gesamte Menschheit. Und daher kommen sie und sagen, es ist die Aufgabe des Menschen als Einzelperson, genauso wie in der ganzen Masse, die Selbstverantwortung zu tragen und demgemäß dann zu handeln. Es ist nicht eine höhere Macht, ein Gott oder dergleichen, der den Menschen führt, sondern der Mensch führt sich durch seine eigene Verantwortung selbst und handelt auch diesbezüglich, wenn er richtig handelt, in jeder Form für alles, was er macht. Der Mensch ist es selbst, der sein Leben führt und darüber schaltet und waltet. Das heißt also, dass er in jeder Beziehung die Verantwortung für alles und jedes, was er immer denkt, fühlt und handelt, selbst trägt. What was the reason they got in contact with you? Ja, eben das beruht auf dem, was ich vorher schon gesagt habe. Das geht auf Millionen von Jahren zurück, wo meine Geistform, das eine andere Persönlichkeit gelebt hat und genau gleiche Aufgaben bereits ausgeführt hat. Es ist also nicht so, dass ich jetzt auserkoren worden wäre oder auserlesen worden wäre oder irgendwas in diesem Rahmen. Und darum kann man auch gleich die Frage beantworten, warum Billy Eduard Albert Meyer diese Mission ausführt. But what they wanted is their part, is what they, why they got in touch with you, not because of you, but because of them. Grundsätzlich ist es so, deren direkte Vorfahren waren unsere indirekten Vorfahren. Und diese Vorfahren haben auf der Erde negative Dinge getan, aus dem heraus sich ergeben hat, dass der Mensch falsche Denkrichtungen eingeschlagen hat und falsche Wege gegangen ist. Und durch das, dass sie nun uns Richtlinien geben, über die wir nachdenken sollen, um entsprechend richtig leben zu lernen, durch das wollen sie etwas dazu beitragen, das wieder zu beheben, was die Vorfahren vermurkst haben. Yeah. Have we correct these mistakes? Have we received the information? Are we different human beings? Are we following the instructions? Da kann man nicht sagen, dass diese Linien, diese Lehren befolgt werden. Wir sind ja jetzt eben erst daran, diese langsam über die ganze Welt zu verbreiten. Und das ist eine sehr langwierige Angelegenheit.
denn wir müssen alles von hier oben aus machen, gucken in anderen Ländern, ob dort irgendwelche Gruppen erstellt werden können, die dieselben Aufgaben übernehmen. Aber es ist ersichtlich, zumindest jene Menschen, die von uns hören oder unsere Lehre lernen, da sieht man gewisse Erfolge, dass Änderungen kommen im Denken und Fühlen und Handeln. You made many questions to them. You are one of the contactees that have made more questions, that wanted more information from them. What the information you wanted? An und für sich, die Fragen, die wir haben, das sind in der Regel ganz banale Dinge über unsere Wirtschaft, über unsere politischen Lagen, obwohl wir uns nicht in Politik einmischen. Dann in Bezug auf Medizin, auf das tägliche Leben und so weiter und so fort. Oder dann kommen irgendwelche Fragen, die sich auf ERA beziehen, auf deren Heimatwelten oder auf die Föderation, der sie angeschlossen sind. Oder wenn es dann eben auch geisteslehrmäßige Belange sind, über die wir sprechen. Es ist eine große Palette von Fragen. What should we know about them? Are there many outside there? Are many like us? Are different extraterrestrials, different forms? Sie gehören einer Föderation an. Wie viele Völker oder Planeten dieser Föderation angeschlossen sind, weiß ich nicht. Aber sie ist jedenfalls sehr weitreichend und geht bis auf 40 Milliarden Lichtjahre Weite hinaus, wo sie einen Zusammenschluss gefunden haben. Und es ist eben nicht so, wie unsere astronomische Wissenschaft behauptet, dass unser Universum erst 15 oder 18 Milliarden Jahre alt sei, sondern es ist Billionen von Jahren alt. Folglich sind also auch die Distanzen sehr viel größer, eben zum Beispiel mit dem Umkreis von 40 Milliarden Lichtjahren, wo die Föderation besteht. Und was noch zu sagen ist, in Bezug auf die Bevölkerung der einzelnen Planeten, die sie bewohnen, die haben die Population dermaßen ausgerichtet, dass sie planetengerecht ist und also keine Überbevölkerung existiert. Then that's probably the biggest concern of them, the population growth on Earth. Ja. Die Überbevölkerung ist eben das große Übel darum, weil durch diese dauernd größere Probleme entstehen. Wenn man zum Beispiel die Energie nimmt, die wir hier auf der Erde benötigen, da wird ein Atomkraftwerk gebaut und bis das fertiggestellt ist, vergehen 4 oder 5 Jahre. Und wenn es dann in Betrieb genommen wird, dann ist es schon längstens wieder überholt, denn die Menschheit ist inzwischen um so und so viele Millionen Menschen gewachsen und braucht noch mehr Energie. Es ist also wie ein endloses Rad, wie ein endloses Drehen. Das genau selbe passiert auch in der Medizin mit der Kriminalität und mit der Umweltverschmutzung und was alles eben so zusammenhängt damit. What is the limit for our planet? Do they tell you what's the limit? I remember they mentioned, correct me. Für unsere Erde ist es 529 Millionen Menschen. Und wir haben jetzt 6,5 Milliarden. That's 10 times more, 12 times more? Yeah. Yeah. Then, is there any solution? Are we going to solve this? Or is this monster going to destroy the dream of man? Man kann sagen, je größer die Überbevölkerung wird, umso schlechter wird das Leben auf der Erde. Und zwar in Bezug in erster Linie auf die gesamte Umwelt, die zerstört wird. Und zwar
durch das, was der Mensch an negativen Werken erstellt, Umweltverschmutzung, Wasserverschmutzung und so weiter, Luftverschmutzung und so. Und was natürlich auch noch zu berücksichtigen ist, ist das, dass auch die Krankheiten, die Seuchen und so weiter immer mehr überhand nehmen und sich eben ausbreiten und die Menschen dezimieren, aber eben nicht in dem Maße, dass eine Überbevölkerung abgebaut würde. Es gibt also nur eine Möglichkeit, um die Probleme zu minimieren, und zwar auf diese Art und Weise, dass weltweit ein Geburtenstopp eingeführt wird und eine nachfolgende genaue Geburtenkontrolle, die dann eingehalten wird, wodurch dann sich die Sache mit der Überbevölkerung selbst zu regeln beginnt. They told you that? They told you about this incredible problem? Ja, die haben genau dasselbe Problem gehabt zu früheren Zeiten und haben es auf diese Art und Weise unter Kontrolle gebracht. Many people have ask me, what would be the first question I could make to an extraterrestrial? And this is, how you solved your problems? How were you able to pass from the industrial revolution, civilization, to a very sustainable civilization? How they did it? Did they tell you? Nicht verstanden. Die erste Frage ist mal das. Da würde ich antworten in der Form, dass ich einfach guten Tag sage, wenn ich irgendwelche fremde Außerirdische treffen würde. Und in Bezug auf die andere Frage, da müsste man wahrscheinlich länger darüber mit ihnen reden, um die einzelnen Fakten rauszubekommen, denn es ist schwierig, einfach fragen zu können oder einfach zu fragen, ja, wie habt ihr das geschafft? Denn in der Regel sind sehr viele Aspekte zu berücksichtigen, die sich in einer solchen Frage in einer solchen Frage verankert sind und einzeln aufgerollt werden müssen. I don't know if you like to go over some of them. Besides population, what would be the things to do? I think the most important thing from this message or this contact you have is what we can learn from it. What could you tell us, what we should learn from your contact? Eben das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. In allererster Linie ist zu beachten, dass der Mensch sich selbst in Verantwortung, in Eigenverantwortung erkennen muss, um dies dann auch nach außen zu verwirklichen. Das heißt, er muss also lernen, sich selbst zu erkennen, Selbsterkenntnis zu betreiben und die positiven Aspekte dann und die Fähigkeiten, die er sich erarbeitet hat, dann auch zu verwirklichen. Und zwar in sich selbst genauso wie nach außen hin. Und erst wenn der Mensch sich selbst erkannt hat und sich verwirklicht, dann kann er auch dem Nächsten helfen, in der gleichen Art und Weise tätig zu sein. Und wenn der Mensch fähig geworden ist, auch dem anderen zu helfen, seinem Nächsten zu helfen, dann wird er tatsächlich in die Lage kommen, um wirklich ausgeglichene zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. When we talk about creativity, is that what you meant? Ja, das ist Kreativität. Wenn der Mensch bewusst denkt, bewusst fühlt, bewusst handelt, in richtig ausgeglichener Form, dann ist er kreativ. Und aus all dem heraus kommt natürlich dann auch die Kreativität in Bezug auf Medizin, auf Technik und so weiter und so fort. Dann werden zum Beispiel Dinge wie die Genmanipulation von den Menschen richtig verstanden. Also ich meine jetzt die Gentechnik, die heute dauernd angesprochen wird
um Tiere und Lebensmittel und so weiter zu verändern, in einem guten, gesunden Rahmen, damit der Mensch besser leben kann. Er wird dann auch in seinem Aufbau, in seinem Körper und Organen wird er gesünder, wenn alles richtig gehandhabt wird. What do you think about cloning? Did they tell you something about cloning? Wegen dem Klonieren habe ich mit Da gesprochen und der erklärt, dass es absolut unumgänglich ist, genauso wie die Gentechnik, dass also das Klonieren früher oder später auch ganz offiziell kommt. Das einerseits. Und andererseits ist es so, kloniert wird auf der Erde bereits seit rund 6 Jahren, nur wird das immer noch geheim gehalten. Und zwar gibt es auch menschliche Klone. Es muss eben einfach genauso wie die Gentechnologie, muss die Klontechnologie in einem positiven, ausgeglichenen Rahmen stattfinden und nicht in der Art und Weise, dass negative Aspekte daraus ergehen. Why is necessary? Zu einem besseren und längeren Leben des Menschen, wo er oder durch das er eine längere Lebensspanne erhält und einen gesünderen Körper. Und je länger der Mensch lebt und je gesünder er ist, umso mehr kann er bewusstseinmäßig erlernen und sich also höher evolutionieren. Do they clone? Die haben das auch getan, ja, machen das auch heute noch. Und Gentechnologie betreiben sie auch heute noch. Und das wird so, wie man mir gesagt hat, auch in alle Zukunft bleiben. Are you still in contact with them? Ja, der letzte Kontakt war am, wann war das, vor 14 Tagen, 10 Tagen. Am 3. Februar, na, 3 Wochen. Ja, da habe ich mit Pda darüber gesprochen, über all die Fragen, die wir zusammengesammelt haben. Und da haben wir auch gesprochen über das HARP-Projekt und so weiter und verschiedene andere Dinge. Nein, das ist nicht mehr so. Heute ist die Regel, dass ich ins Büro gerufen werde und dann kommen sie ins Büro, beamen sich runter. Das Schiff wird jeweils irgendwo da über dem Haus hoch droben, wird das stationiert. Und wenn warme Sommerzeit ist jeweils, dann ist es möglich, dass man mich irgendwo draußen trifft. Da sitzen wir irgendwo oder gehen irgendwo umher und unterhalten uns. Many people think that the contact is stopped. Nein, das stimmt nicht. Are they telling you the same things? Are your questions the same? Are you still talk about what you wanted to know in the 70s and the beginning of the 80s? Ja, wir sprechen praktisch über alle anfallenden Dinge. Was jeweils kommt, wird besprochen. Und auch über zukünftige Dinge, aber da geben wir nichts mehr in die Kontaktberichte rein. Früher haben wir das alles aufgeschrieben und veröffentlicht. Und weil es eben nichts gefruchtet hat, hat man damit aufgehört. And why not? I think probably the world is more ready, is waiting for new messages. And now with an open mind, probably more open than before. Ja, die Welt, die wartet immer darauf, neue Nachrichten, neue Botschaften zu erhalten. Aber leider ist das meistens in der Form, dass es sektiererisch aufgezogen wird, also in religiöser Hinsicht. Und das häuft sich in der Regel dann um Zeiten wie Jahrtausendwechsel und Jahrhundertwechsel und dergleichen. Und da kommen natürlich Blüten hochgeschossen, die mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun haben. Und besonders jetzt beim Jahrtausendwechsel vom
2000 zu 2001 oder 1999 zu 2000 geschehen in dieser Beziehung besonders verrückte Dinge oder die vielfach mit Selbstmord enden oder Massenselbstmord und so weiter. Und das beruht in der Regel eben auf Wahnvorstellungen, auf religiösen, streng religiösen, fanatischen Einflüssen und so weiter. Und auch die Esoterik mischt da sehr viel mit in falschem Rahmen. Und so gibt es dann eben solche Auswüchse. Die Wirklichkeit ist nicht so verrückt, wie sie immer dargestellt wird von solchen Menschen, die sich mit diesen Dingen in dieser falschen Art und Weise befassen. Der Mensch erlebt an und für sich ein ganz normales Leben, wie es auch zu allen anderen Jahrhunderten, Jahrtausenden ist. Und in dieser Beziehung hat sich eigentlich nichts geändert. Auch wenn jetzt wieder so ein Geschrei um das Jahr 2000 und dem Jahrtausendwechsel gemacht wird. You have not taken more photographs or films or anything. You don't want to convince anybody any longer? Nein, ich habe keine neuen Fotos machen können. Ich durfte nur Fotos machen und Filme machen und Videos machen, wenn ich die Erlaubnis dazu hatte. They don't want that now? Nein. Why? Sie haben gesagt, es ist genügend Material vorhanden und das soll reichen. Do you think they will open again this possibility? Because I see a different world now than back in the 70s. Probably because the end of this millennium, the beginning of the other, I don't know why, but it seems that man is now more prepared, has an open mind, and probably it would be a good time to do something back again. Die Plejadier, Plejaren, die werden ganz sicher nichts mehr tun in dieser Richtung. Die haben gesagt, das, was jetzt vorhanden ist, das muss reichen. Und das ist das beste Material, das es bis anhin gegeben hat, erklären sie. Und,